dreiviertel zehn. Dreht da gerade die Runde in meinem Block eigentlich. Also und ich erwische es gerade, dass wieder ein paar Leute durch die Gänge fahren, aber grundlegend, es ist im Vergleich wie ausgestorben, ich sag's euch. Es ist nichts los. Überall sind diese geilen, diese wunderbaren Getränkeautomaten. Die stehen da circa alle 10 Meter irgendwo herum. Eins. Dann gehen wir noch 2-3 Schritte. Also schön ins Gasserl. Ich sehe ja kein Mensch da. 2, 3. Vierte. Also ich muss fairerweise sagen, ich lebe jetzt nicht im belebtesten Stadtteil. Und zwar auch nicht im Kern von Ojima. Ich wollte euch gerade umschauen auf die andere Seite, wo der Kern ist. Aber mittlerweile schaut gerade ein bisschen der Regen zu, wie ich spiele auch in Niesel. Und somit werde ich wieder zurückgehen. Es gibt nämlich, was immer offen hat, sind diese 7-Elevens oder Family Marts. Das sind auch diese ganz normalen Geschäfte, so wie der Kleiner zum Beispiel. Und die haben eigentlich den ganzen Tag offen. Kann man da. Ja, da werden wir ein bisschen was jetzt zum Naschen besorgen und da ein bisschen was für morgen in der Früh zum Frühstück. Vielleicht sehe ich dann morgen in der Früh mal ein paar Leute aus meiner Wohnung, weil bis heute habe ich noch, oder bis jetzt habe ich noch gar keinen gesehen. Die sind alle einfach versteckt oder verschlafen. Und ich werde vielleicht das morgen ein bisschen passieren, dass ich mir einfach so ein bisschen einhucke und vielleicht kommt da mal der eine oder der andere aus dem Loch hervor. Ja, mittlerweile habe ich schon kassiert. Ich habe da zwei feine Sackchen voll mit feinstem Stuff, Hygienezeugs und was zum Frühstücken für morgen. Und was das genau ist, das schauen wir uns geil daran. Mittlerweile bin ich wieder daheim. Ich bin jetzt eher ein bisschen leise, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die schon schlafen. Aber ich zeige mal, was ich jetzt da im Family Mart alles gekriegt habe. Und zwar gibt es da zweimal Rasiergel und Plattestäbchen für natürlich für ein paar Bananen. Eier habe ich gekriegt, mittlerweile habe ich die Milch gefunden. Ein Toastbrot für in der Früh dann. Das ist was, was ich glaube, dass eine Butter sein soll. Also ich hoffe es mir ziemlich stark. Sonst werden wir die Überraschung erleben. Dann gibt es für die Eier einen Speck dazu, den ich anbraten werde. Brauche natürlich auch ein Öl dazu. Für den Toastbrot und Honig, ein bisschen Salz für die Eier. Zum dazu trinken ein bisschen an Kakao. Da trinken wir ein Liter Bottle an Wasser und da gibt es noch grünen Tee dazu, zumindest denke ich das. Ja, das ist mein super wunderbarer Einkauf für heute. Hat mir heiße 3200 Yen gekostet. Das sollten ca. 27, 28 Euro. Damit wäre jetzt die nächsten paar Tage, weil ich wohl zum Frühstücken zumindest auskommen. Und sonst würde ich schon sagen, falls ich mich da warm friss, dann komme ich halt früher heim. In diesem Sinne, gute Nacht.